Ich war heute wieder unterwegs, konnte leider nicht filmen. So, und zeige euch mal ein paar Funde, was ich heute gemacht habe. Einmal dieses Teil. Scheint ein bisschen älter zu sein. Die ganzen Sachen noch sauber machen hier. So, dann ein Wehrmachtknopf. Dann diesen Knopf. Das sind wohl zwei Schlüssel. Ziemlich interessant. Öse ist auch noch dran. Dann einmal dieses Teil. Scheint Silber zu sein. Ja, dann einmal 5 Pfennig von der DDR. Noch einmal 10 Pfennig. Und diesen Knopf, auch noch mit Öse. Dann diesen Ring. Kupfer oder irgendwas. Dann einmal 50 Pfennig, auch DDR meine ich. Dann einmal 5 Rentenpfennig. Ja, 5 Rentenpfennig. Und jetzt kommen wir zu meinem besten Fund. Ziehe ich das rein, Leute. Ein verwundeten Abzeichen in Schwarz. Sogar noch mit Nadel. Wie ihr sehen könnt, ich habe die ganzen Sachen gerade erst nach Hause gekommen. Alles noch reinigen. Ja, das sind meine Funde. Wir sehen uns näher bei der Fundzusammenfassung. Vielleicht, also ich denke mal, morgen gehe ich wieder los und also dann seht ihr nachher komplett alle Funde von zwei Hans. Bis dann, Leute.
So, willkommen zur Fundzusammenfassung. Das sind meine Funde. Es sind richtig geile Sachen zusammengekommen. Echt der Wahnsinn. Ja, ein paar Münzen. Reichsmünzen, Weimarer Republik, ehemalige DDR, Bundesrepublik Deutschland. Dann Knöpfe. Diesen hier, wenn mir da jemand sagen kann, was das für einer ist, bitte in die Kommentare. Ist auch noch komplett. Dann einmal ein Vogelring von 1938. Ein Wehrmachtsknopf. Ein Geschoss. Dann ein Ring. Dann haben wir dieses Teil hier. Aus Silber, definitiv. Hier die Stempel sehen kann. Richtig Hammer. Scheint wohl vom Brillenetui zu sein oder irgendwie sowas. Ich habe leider nur dieses Teil gefunden. Das untere leider nicht. Aber Silber, richtig geil. Dann einmal dieses Teil aus Silber, vermutlich irgendwie vom Kugelschreiber oder irgendwas. 800er. Dann ein Rasierer von der Wehrmacht, richtig schönes Stück. Richtig geil, freut mich richtig, liebe nämlich Militarier, sammle sowas auch. Deswegen sind das für mich erste Sahnefunde. Dann ein K98er Ladestreifen. Dann einmal dieses gute Stück. Leider, ich vermute, dass das ein Teil ist vom Streichholzschachtel. Weil ich meine, ich habe das schon mal gesehen. Da hatte jemand nämlich auch sowas. Und auf der Rückseite nämlich dann noch eins mit Markenkreuz. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, dass das mal, dass das zu einer Streichholzschachtelhülle, sag ich jetzt mal, gehört. Aber richtig schöner Fund, definitiv freue ich mich richtig drüber. Dann einmal Verwundetenabzeichen in Schwarz. Also ich bin dabei, dass das entnazifiziert worden, weil das HK erkennt man noch ganz, ganz schlecht. Leider ist mir die Nadel beim Reinigen abgebrochen. Beziehungsweise ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie mit einem ganz dünnen Splint wieder hinkriege. Mal schauen. Ja, und dann habe ich noch dieses gute Stück gefunden. Panzerkampfabzeichen. Richtig geil, Leute. Leider ohne Nadel. Aber der Zustand, erste Sahne, also auf jeden Fall richtig gut. Ja, war definitiv die beste Sondeltour in diesem Jahr. Nur geile Sachen gefunden, echt der Wahnsinn ist das. Jo, mal schauen, was demnächst geht. Und jo, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hier sind auch noch ein paar Patronen vom K98er. So kleine Dinger, alles halt, ne. Jo, würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst, liked, abonniert, wer es noch nicht getan hat. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Wünsche allen Leuten einen guten Fund. Genießt das gute Wetter, wer gutes Wetter hat. Und eine schöne Restwoche wünsche ich euch. Vielen Dank fürs Anschauen, Leute. Bis dann. Ciao, ciao.